Die Aufnahme muss ja auch starten. Nicht, dass ich das wieder vergesse. So, die Aufnahme ist gestartet. Und ich will vielleicht lieber erstmal pennen gehen, wenn es dunkel ist. Ich brauche hier mehr Licht. Ich muss mehr Glühwürmchen sammeln, damit ich hier Lampen herstellen kann. Auch noch. Werde ich wahrscheinlich alles offscreen sammeln. Wieder mal. Und alles wieder einsortieren. Hier können wir auch schon mal auf Geflügel gehen und die so mal umtauschen. Ja, immer die sortieren. So, habe ich nichts. Habe ich hierfür was? Nö. Ah, ich habe noch anderes Fleisch gehabt. Kann ich gleich noch reinpacken in den Ofen. In die Kochnische. Hierfür habe ich nichts. Hierfür habe ich was. Da habe ich nichts. Da habe ich nichts. So. Habe ich mir. Ah, okay. Ich wollte jetzt eben einmal nochmal schauen. Habe ich überhaupt den Ton wieder angemacht von mir, auch vom Mikro? Habe ich letztens auch in der Aufnahme vergessen, einfach mal Mikro wieder einzuschalten. So. Ne, für hier habe ich nichts. Das habe ich nicht. Habe ich Wasser? Ich habe 21 Wasser, aber okay. So. Davon habe ich nichts. Hab ich Schutt? Ne, Schutt habe ich nicht. Knochen ist eh voll. Apropos Knochen. Kann weg. So, da habe ich was. Habe ich Schrott? Ja, ich habe Schrott gehabt. Perfekt. Was war da? Nägel. Habe ich Nägel? Ne, keine Nägel eingesammelt. Aber für hier habe ich doch ein bisschen. Ne, habe ich auch nichts. Manchmal schon verwirrend, was man hier hat oder was und was man nicht hat. Vor allem, wenn ich hier falsch tue. So. Aber Kami, auf dich nochmal die Frage, hast du das Spiel eigentlich? Warte mal, den wollte ich zerlegen. Den brauchen wir ja nicht. Ich weiß nicht, von welchem Erfolg du redest, Paschi. Da würde ich aber auch nicht weiter ins Detail gehen. Ne, das lassen wir hier. Ich habe die anderen blauen, die hier. So. Lebensmittel müssen wir auch noch einlagern. Also in den Ofen schmeißen. In den Topf. In den Topf. Also, Paschi, ich weiß wirklich nicht, von welchem Erfolg du redest. Wo haben wir Safran? Da. Dann nur noch Holz, Eier und Stein.
Ah ja, und die Münzen müssen wir auch noch einlagern. Eier waren hier. Ja, 52 Eier haben wir. Kabi, wir haben wieder ein bisschen was, um dich zu bewerfen. Also ich habe hier schon mal für dich, Kabi, gut vorgesorgt. Dann, wenn du das nächste Mal wieder am Stream bist, kann wieder losgehen mit Werfen. So, die Dinge hatten wir. Fleisch, wo hatten wir Fleisch? Glaube ich auch hier. Da. Wir essen so gut wie irgendwie gar kein Fleisch, merke ich hier gerade. Wir essen die irgendwie nie. Würde ich die vielleicht doch hier reinpacken? Wasser nutzen wir auch nicht. Würde ich das vielleicht mal anders sortieren? Weil ich die einfach gar nicht nutze. Ich schon mittlerweile verbraucht habe, ist auch schon heftig von diesen magischen Dingern. So, dann würde ich das vielleicht einfach hier hinpacken. Ich will das. Haben wir da oben zumindest frei alles. Bei ihm konnte ich die Pfeile herstellen, ne? Ektoplasma, super. Nomaden anhöhen, Knochenschlüssel. 100 Ektoplasma-Fragmente, ein Riesenknochen. Ah, dafür war das, okay. So, Plasmapresse, erloschener Zyklopenkopf, Ektoplasma-Fragment, 120, Kohle, Stein, Holzscheite. Ektoplasma-Edelsteine. Lichtquellen. Ach. Oh, wie geil. Boah, mir juckt die Nase. Sorry. Bei dem können wir solche Gruftschädelwand ver... Da brauche ich ja keine Dings mehr machen. Metallschrott, Kohle, Knochen. Fade away, like dust in the wind. So. Aber wo konnte ich jetzt die Dings machen? Bei ihr vielleicht? Konnte ich die nicht selber herstellen, die Pfeile? Apropos, ich muss noch meine Sachen hier reparieren. So, wir haben bisher auch 32 Blöcke und 6 Dachschindeln, also Dacharten. 4 Blöcke fehlen uns noch zum Herstellen. So. Haben wir hier was, wo wir noch irgendwie was finden? Auf fruchtbarem Boden. Jetzt ist nur die Frage, das Ding ist ja verbuggt, da kann man irgendwie die Quest nicht abschließen. Es ging ja um diese eine Waffe. Ach, den haben wir nicht abgeschlossen? Ich dachte, den hätten wir.
würde vielleicht dafür einmal hierhin reisen wollen. Ich weiß jetzt nicht mehr, was das genau dort war, ob das jetzt oben war oder unten. So, Safran nehmen wir mit. Wir müssen mal ein bisschen mehr was anbauen bei uns. Okay, es war hier unten. Oder? War es unten? Oder war es doch oben? Standort unten. Ja, Kami, ich hatte dich vorhin auch gefragt. Hast du denn eigentlich das Spiel? Okay, was ist das für ein Gegner? Okay, das ist ein ganz normale Banshee. Und zum Glück kein Blutsichel. Kann es sein, dass das hier Eisen ist? Ja, Eisenerz. Also, du hast das Spiel nicht. Schade. Ich hatte doch schon irgendwie Bock gehabt, jemanden hier dabei zu haben mal. Na, dann muss ich vielleicht doch hoffen, dass Carsten oder Hel mal Zeit haben oder Bock haben. Mal vorbei, auch im Streamer vorbeizukommen, ein bisschen zum Quatschen oder so. Aber Hel ist momentan eher in Manalords drin. Was auch ein Early Access ist, aber ich würde Manalords spielen, sobald es auch so ein Early raus ist. Sie streamt ja auch jetzt gerade selber parallel. Ich finde das jetzt aber gerade echt passend, dass wir jetzt Eisen haben gefunden, also Eisenerz. Aber wäre auch cool, einfach mal mit anderen Leuten mal zusammen sowas spielen irgendwie. Ja, wir gucken mal uns unserem Charakter mal unterm Rock. Geht auch. Gibt's hier noch mehr Eisen? Wie viel haben wir jetzt eingesammelt? 31 Eisenerz. Wir gehen einfach weiter in die Höhle hier rein. Denn was auch immer wir suchen, das ist hier drunter.
Ich habe das Gefühl, hier könnte auch wieder so eine Wurzel sein. Ja, hier ist wieder so eine Wurzel. Ach nein, hier sind diese... Ach, die Kleinkäfer. Kleinkäfer sind halt so wild. Die roten, die sind die schlimmeren. Hier bleiben wir mal lieber nicht. Autsch. So, draußen ist noch immer Tag. Hier hatten wir noch einen Schrein der Flammen. Wir haben hier aber auch noch ein paar leere Flecken quasi. Und hier haben wir noch ein Sandgräberlager. Mit 31 Erz könnten wir schon auch einiges an Truhen dann nachher bauen. Auch zum Umsortieren. Oder wir sparen das für die Aufwertung des Flammenaltars. Apropos, warte mal. Wir haben wieder 4 Fähigkeitenpunkte. Das hier hatten wir ja gemacht, das wollten wir ja auch. Dann... Konstitution und Stärke könnten wir vielleicht nochmal machen, oder Durchbruch. Hier nochmal Konstitution. Was war das, Wächter? Wenn sich 3 oder mehr Feinde im Umkreis von... Wir vielleicht doch eher hier in die Dinger erstmal investieren. Dann haben wir deutlich mehr Stärke und Konstitution. Das heißt dann, wir halten deutlich mehr aus. Und können auch deutlich mehr austeilen. Haben wir was nicht gelesen. Neue Geschichtsseite, Ödland, die Oase. Ein hoffnungsvoller Beginn. Eine aufregende Reise beginnt. Ich verlasse Bruchthafen, wo ich wirklich hart für diese Karte verhandeln musste. Ich frage mich, ob diese mysteriöse Oase wirklich so üppig ist, wie er es ihr Besitzer versprochen hat. Wie auch immer, ich habe all meine Besitztümer verkauft und genug Rationen und Wasser besorgt, um dorthin und wieder zurückzukommen. Beinahe hatte ich nicht genug, aber nachdem ich meinen Gleiter verkauft hatte, wusste ich mit dem ganzen Geld fast nichts anzufangen. Welch Glück. Ich werde mein Lager wohl bei den Knochen im Osten aufschlagen. Also hier hat irgendjemand seinen Gleiter verkauft. Der wird uns gleich sehen. Ich hasse diese Drachengeier. Aber solange wir momentan keine XP verdienen, gehe ich lieber unnötigen Kämpfen aus dem Weg, sagen wir mal so. Safran nehmen wir mit, da brauchen wir auch einiges.
dem will ich auch lieber aus dem Weg gehen. Autsch. Also irgendwo hier muss was sein. Hier. Eisen. Eisen nehmen wir alles mit. Also zumindest so viel wie es geht. Irgendwann hat auch unsere Spitzhacke den Geist auch gegeben, sagen wir mal so. So, so, auf fruchtbarem Boden. Du hast gerade rausgetappt und hörst plötzlich so ein Chuck-Chuck oder Chuck-Chuck-Geräusch. Konntest nicht einordnen, dass ich gerade Eisen gesagt habe. Ich hoffe, der lässt mich jetzt in Ruhe da oben. Ja, hier ist auf jeden Fall Eisen. Davon brauchen wir sehr viel. Und nehmen auch aus Versehen Sandstein auch noch mit. Erdwege. Autsch. Ah, hier ist auch Eisen. Oh nein. Jo, ich sehe nichts. Ich hasse diese Viecher wirklich. Achso, das ist das Gürteltier. Apropos Eisen, wie viel haben wir jetzt? 55, perfekt. Ich glaube, ich werde eine Eisenspitzhacke brauchen. So, dann haben wir hier eine Oase. In die Richtung. Gehen wir mal dahin. Ich will die Oase auch mal sehen. Von dem wir gerade gelesen hatten.
und den Drachengeiern aus dem Weg gehen. Okay, da hoch habe ich es jetzt nicht geschafft. Ist jetzt die Frage, ist er da oben oder hier unten irgendwo? Autsch. Hier ist auf jeden Fall eine Höhlenpassage. Mit noch mehr Eisen. Ich sammle die mal nicht. Dieses Mal. Weh, da kommt jetzt ein rotes Viech. Nein! Weg! Okay, die schaffen es jetzt nicht nach oben. Immerhin. Aber interessante Höhlenpassage fand ich jetzt. So kann man auch nach oben kommen. Und ich freue mich, sobald man offiziell auch nach dahin kommen kann. Natürlich, der muss jetzt Stress anfangen. Kriegen wir Geflügel dadurch. Verlorene Vorräte. Ein Sandsturm hat gestern mein Lager heimgesucht und meine Vorräte begraben. Solch schreckliche Winde habe ich noch nie erlebt. Ich spucke immer noch Sand und bin nicht sicher, wo ich gelandet bin. Alles wurde weggefegt. Es ist alles weg, aber ich kann noch nicht umkehren. Ich habe alles verkauft, was ich habe, um diese Oase zu finden. Was ist denn das? In der Ferne sehe ich einen Schimmern. Könnte umkehren, aber vielleicht bin ich meinem Ziel näher, als ich dachte. Haben mich die Winde hierher getragen? War der Sturm vielleicht dort doch ein Segen? Ich fürchte mich nicht. Werde weiterforschen. Und sei es mein Untergang. Ist jetzt die Frage, wovon er redet. So, die Höhlenpassage ist neu. Jetzt ernsthaft, wovon hat er gesprochen gehabt? Achso, den kann ich wieder entfernen. Ich habe ja das Ding hier, damit ich hier auch ein bisschen looten kann. So, Sonnentempel. Was ist das? Da haben wir noch eine Höhlenpassage, wo wir aber nicht drinne waren. Hier hätten wir eine Oase. Boah, dann machen wir es. Machen wir das so. Wir verfolgen mal die Questreihe mit der Oase. Und nehme hier die Sachen mal auseinander. Bronzebarren, perfekt.
So, Stein haben wir auch schon mal. Leder. Muss mal schauen, wie man Leder selber herstellt. Ich glaube, da hinten ist schon Ende der Karte, der Map. Ist auch schon wieder dunkel. Dann machen wir so. Ich reise vielleicht einmal nach Hause, wo wir pennen können, bis es hell ist. Und dann reisen wir nochmal zu dem Dings hier. Wo ist denn mein Zuhause? Zu weit nach links sind wir jetzt gekommen. Gekommen. Da unten. Ah, Ruckel, Ruckel. Perfekt. Gegong, genau. Sterbi. Wie voll ist mein Rucksack? Passt noch ein bisschen was rein. Wir können gleich los. Einmal die Sachen reparieren und dann... Obwohl, warte, wir können doch einlagern. Dann ist es umso besser. Dann können wir auch direkt danach... hier uns um alles andere kümmern. Also noch mehr looten und so. Sorry, aber ich liebe das auch, so mit diesem Einsortieren. Ich brauche irgendwie eine Sortierkiste, die alles darin lagert, wo alles andere drin ist. So eine intelligente Kiste. Das mit Sortieren ist satisfying. Es hat ein bisschen was, wenn das nicht so 1000 Jahre dauern würde. Ich glaube, ich werde irgendwann mal einfach so aus Jux eine Aufnahme machen, wo ich einfach alles hier einsortiere. Und zwar über eine Stunde lang. Die hat wieder was. Ach stimmt, die haben ja ihren Ring gefunden. Ne? Hier haben wir nichts. Ich rede gleich mit Emily. So, hier werde ich, also hierfür werde ich definitiv einige Kisten mehr brauchen, um das alles dann neu zu sortieren. Hier haben wir nichts, hierfür haben wir nichts, hierfür haben wir nichts. Haben wir Wasser? Nee. Kami, du musst ja auch das Spiel holen. Du musst auch ein Shrouded spielen. Nee, das nicht hier.
Noch haben wir für die Seite irgendwas eingesammelt? Nope. Ich habe aber einen Knochen, den ich gar nicht brauche. Knochen werden gar nicht mehr gebraucht. Safran habe ich. 18 haben wir jetzt schon davon. Perfekt. Das K in Kami steht für kein Geld. Können deine Zuschauer dir nicht mal was donaten? Donut-Ziel machen, Enshrouded? Du hast ja immer so viele spendable Zuschauer, deswegen bei dir wäre das sogar noch möglich, dass die das vielleicht so. Hier soll man gerade nichts geben. Das, ne, das ist nicht Eisen. Das ist kein Eisen. Hier ist Eisen. Okay, Eisenerz haben wir schon mittlerweile richtig gut. Wird das mal teilen. So. Und die schmeiß ich in die Schmelze. Wird sonst angerechnet und dein Antrag läuft gerade. Ah, okay. Also ich kann dir jetzt nicht einfach mal so Geld senden. So, erstmal jetzt schauen. Die Schuhe, die Falkenstiefel, haben wir sie? Okay. Sowas kann tatsächlich sehr, sehr lange dauern. Ich kenne da den einen oder anderen, wo das auch ewig läuft. So, jetzt brauchen wir noch 50 Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Wir müssen wieder Kohle herstellen. Ich habe jetzt gerade ein Dingens hier. Wo willst du Waniki und eure Katze mitnehmen? In meinen Keller. Okay. Ich habe in den Keller ziehen gelesen und nicht in meinen Keller ziehen. In meinem Keller, da wohnen aber nur die Mods. Apropos Mods, wer sind denn eigentlich jetzt abgesehen von hier meine Mods? Stimmt, da wäre dann nur noch Nicole, ne? Nur Hel, Nicole. So, dann reden wir jetzt mal mit Emily. Die Ringsuche. Oh, mein verlorener Ring. Vielen Dank, Flammblut. Er bedeutet mir so viel. Weißt du, dieser Ring ist ein mächtiges Artefakt, ein Segen, der seit langem in der Familie Frey weitergegeben wird. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, werde ich diese Tradition kaum aufrechterhalten können. Und wenn ich mir diesen Ring ansehe, sehe ich Mutters müde Augen. Sie hat den alten Rosenmuschelbau nie verlassen. Behalt ihn, er soll die Welt sehen.
Was hat er so für Dings? Plus 10 Holzhackstärke. Silbrig wie das Meeresglas an längst vergessenen Ufern. Etwas in diesem Ring weckt Hoffnung. Mutters Blick heißt er. Ach komm, den packen wir in die Truhe hier. So, dann einmal noch unsere Sachen reparieren und dann wieder zur Quest. 4 Kilometer rennen. Genau hier hin. Deine Katze kann mein Mod werden. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee wäre. Dann hätte ich gar keine Zuschauer mehr, weil deine Katze hier alle bannt. Einfach aus Prinzip. Achso, das Ding ist es nicht, was ich suche. Okay, dann fliegen wir weiter. Obwohl das da könnte es sein, was ich suche. Wegpunkt erreicht. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Illusion. Die Illusion hat mich weiter in die Irre geführt. Verflucht sei der Mann, der mir diese Karte verkauft hat. Wasser. Ich brauche Wasser. Mein Hirn ist verrottet. Ich halluziniere. Da ist noch eine Oase, ob nun wahrhaftig oder nicht. Gleich hinter diesem Kamm. Hätte ich nur meinen wertvollen Gleiter nicht verkauft, könnte ich sie erreichen. Schatten drehen sich über meinem Kopf. Eine Spirale, wie ein sich abwickelnder Faden. Ich sehe immer wieder eine Gestalt im Augenwinkel. Irgendein Phantom, ein Geist. Er verhöhnt mich und mein verrottetes Gehirn. Verflucht! Dies kann nicht mein letztes geschriebenes Wort sein. Man muss sich an mich erinnern. Bitte, denkt an den Namen Kostner Meyers. Ich will nicht einfach vergessen werden. Oh nein. So, ein bisschen. Hatte es schon was verloren. Okay. So. Ist das das? Wieso? Wieso rastet er hier nicht ein? Kann ich da überhaupt hin? Ich kann hier drüber fliegen auf jeden Fall. Ich glaube, das da ist es. Das ist die Oase. Alles voll mit Miasma. Stufe 30. Okay, nichts wie weg hier. Wenn ich hier Stufe 30 ist und ich nur maximal 25 momentan haben kann, dann ist er sehr schnell vorbei mit mir. Können wir eigentlich rein theoretisch versuchen, mal hier zu dem Dingens hinzugehen? Wo hier das mit dem Gleiter sein soll, dem hier unter den Amseln. Und hoffen, dass wir das überstehen. Und jeden Kampf am besten aus dem Weg gehen. Ich glaube, ich sehe das schon da hinten. Jetzt so die Frage, kommen wir da überhaupt lebend an? Irgendwie aus diesem Level 30 Gebiet darüber
Also sicher rüber ankommen. Außenrum vielleicht. Auch wenn das tödliches Miasma ist, ich versuche mal. Könnte schwierig werden. Ich fliege hier mal wieder raus. Ist das eine Höhle? Nee. Dann töte ich Miasma. Ja, da gehen wir nicht rein. Die Käfer gehen wenigstens schnell weg. Ah, hätte ich nicht machen sollen. Ich glaube, das ist doof, was ich hier gemacht habe, von hier zu versuchen, dahin zu kommen. Also schlau war was anderes. Denn mit dem tödlichen Miasma werden wir definitiv nicht lange durchhalten. Das geht nämlich sehr schnell durch. Steine im Inventar? Nein. Ich habe jetzt aber auch nichts, was jetzt großartig Verlust wäre, wenn ich jetzt drauf gehen würde. Ich versuche mal durchzurennen. Wir können es vielleicht doch schaffen. Okay, haben wir geschafft. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass wir das durch den tödlichen Miasma hier hin schaffen. So, aber wir müssen jetzt vorsichtig sein. Level 30 Gebiet. Knochenfort. Autsch. Der Erste hat uns entdeckt. Plündern? Ja, warum nicht Dietrich erstmal aus dem Klo ziehen? Hallo Freddy. Na, alles klar bei dir? Du darfst gerade mit live erleben, wie wir hier in einem Gebiet sind, wo wir noch nicht sein dürfen, weil wir weder den Flammenaltar ausreichend gerüstet haben und noch dazu Level 30 Gebiet ist. So, ich steck hier gerade auch fest. Ich kann mich gerade gar nicht bewegen. Endlich. Ich konnte mich gar nicht bewegen, weil der mich so eingeengt hat. Ich bin jetzt gerade. Strahlender Paladin-Handschuh. Okay, zwei Big Mamas.
Okay, zwei Big Mamas. Wie machen wir das? So, ich suche mal irgendwie ein Plätzchen. Hier haben wir einen, der schon tot ist. Okay. Auch gut. Au, Freddy. Ja, habe ich gesehen. Sorry. Ich hoffe, jetzt bist du glücklich. Ich hasse dich, Freddy. So, einen Moment. Timer 5 Minuten. So. Und Start. Hallo? Start. Jetzt. Jetzt hat gestartet. Gut, dass ich jetzt aber immer noch ein bisschen den Chat lesen kann. Ich habe schon gedacht, was ist das denn für ein Riesenwolf? Ob der ist hier oben? So. Die Big Mama wird ewig dauern, glaube ich. Wie viele Pfeile haben wir denn? Komm, das sind einfach zwei Big Mamas. Aber die können mich zum Glück hier oben nicht treffen. Das finde ich schon mal gut. Ich hoffe, ich habe gleich noch genug Pfeile für keine Ahnung, was da noch alles kommen soll. Obwohl, mir werden die Pfeile gleich ausgehen. Definitiv. So, Freddy, wie du siehst, das ist dieselbe Taktik wie in Sylden und Montera. Nur, dass es hier ein bisschen besser läuft. Nein! Ich komme hier nicht raus! Ah, scheiße! Herr Brom! Danke für ein Abo! Verdammt, ich komme da jetzt nicht mehr hin, ne? Du hast jetzt genau den Moment, hier Abo dagelassen. So, ob ich überlegt habe, ein Buch über Kriegstaktiken zu schreiben, spielübergreifend, dieselbe Technik, Hut ab. könnte ich mal machen, wäre vielleicht eine lustige Idee.
Warte mal. Vielleicht von da oben können wir darüber fliegen. Vor allem, ich steckte da fest und kam nicht mehr raus an diesen Figuren, sage ich jetzt mal. Und habe jetzt einfach Pfeile verschwendet. Ich schau mal, wie weit ich da jetzt fliehen kann. Freddy, du hast doch auch hier ein Abo. Du hast doch auch in der Hölle eingecheckt. Gegen Geld. Wir könnten hier auf den Knochen landen. Rein theoretisch. Das könnte. Ja, das funktioniert. Jetzt ist nur die Frage. Okay, ein paar Sachen haben wir verloren. Eine Höhlenpassage haben wir entdeckt. So, Timer ist um. Hört man doch, oder? Ich darf die Brille wieder aufsetzen. Vielleicht wirre ich da einfach nur an denen vorbei. Ich habe da jetzt, glaube ich, nichts eingesammelt, was jetzt so relevant war. Da ist auch noch einer. Gegen die Big Mamas trete ich jetzt lieber nicht an. Sonnentempel. Ich höre. Okay, ich höre hier unten, oder? So einen Teilschrott gibt's hier gut. Okay, Stufe 30er von denen. Ich bin am Arsch. So, wo muss ich hin? Was muss ich machen? Kann ich hier irgendwie. Irgendwas aktivieren und loszuwerden. Hier sind auf jeden Fall jede Menge Bücher. Hier muss ich rein. Ich baue die gleich ab. Doof ist, ich muss nach unten einmal. So, warum kann ich das hier nicht? Okay, hier haben wir einen Schalter, perfekt. Die Schalter aktivieren die Fallen. Öffnen. Ah, okay.
Den Schalter benutzen, bitte. Verwenden, genau. Okay, hier gibt es dann noch irgendwo ein. Also zwei sind hier noch irgendwo. Da. Die kann ich komischerweise nicht abbauen. Wo führt das wohl hin? Wahrscheinlich zum Schalter? Nein. Nein, nicht runter. Jede Weppe unten ist wahrscheinlich der letzte Schalter. Haben wir alle. Autsch. Okay. Nein, kein Drachengeier. Ich hasse diese Viecher. Und dann noch hier im Level 30 Gemiet. Noch einer. Nein, nein, nein. Weg, 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 weg. Ich kein Futter. Jetzt sehe ich nichts. So, ich hoffe, das stirbt hier von den Dingern. Ich hasse diese Viecher. Vor allem, warum muss es jetzt auch noch Nacht werden, ne? Mann! Ihr seht, wir sterben jetzt gleich noch einmal. Weil wir keine Ausdauer haben. Nein, im Fall können wir nicht. Perfekt. Nein, ich habe keine neue Cam oder auch kein neues Licht. Das ist immer noch, die alles dasselbe. Ich habe aber ein bisschen mit der Dingens hier rumgespielt. Also mit den Filtern. Deswegen kann sein, dass es vielleicht ein bisschen anders aussieht. Okay, der Ausgeruht-Buff, das dauert ewig, bis er voll ist. Okay, ich will da noch einmal hin. Ich will es noch mal schaffen. Also nicht noch mal schaffen. Ich will es jetzt schaffen. Aber Stufe 30 ist schon schwer. Vor allem, es wäre schöner, wenn man selber hier noch auf, also selber noch auf Stufe 30 irgendwie hochgehen kann. Das wäre schön, aber nee, es muss aktuell auf Stufe 25 selber begrenzt sein.
Aber ich will den Gleiter haben, den es dort zu finden geben soll. Wir landen mal hier. Hä, was war das denn jetzt? Der hat keinen Doppelsprung gemacht. Was leuchtet da oben? Was soll es hier geben? Nix. Wow. So, Sonnentempel erreicht. Obwohl, da unten gab es ja auch so eine Truhe. Also so ein Sarg. Das irgendwie ein bisschen geleuchtet hatte. Das da. Nein. So. Also wir könnten hier wahrscheinlich noch ein bisschen Probleme kriegen. Gut. Obwohl das ging. Der Satz könnte doch ein bisschen schwieriger werden. Nein, nicht der Magier. Lieber zuerst mit Magier loswerden. Ja, mein Schwert wird gleich hinüber. Ey, da musst du ein Schild benutzen, hallo? Dann verprügeln wir den. Könnte ein bisschen... Könnte ein bisschen länger dauern. Oder warte mal. Wir haben noch... Genau, das hier haben wir auch noch. Jo. So, jetzt brauche ich ein Bügeleisen. Wäre halt schön, wenn ich hier irgendwie irgendwas gäbe. Ei. Genau in die Funken da rein.
Das nehmen wir schon mal. Schnell! Ich höre da was fliegen. Hier, die Pfeilen und Säuleneingänge sind eigentlich so gut wie immer gleich. So, da haben wir eine legendäre Truhe. Da haben wir den Geistergleiter. Der soll ja besser sein. Reichweite 250%. Warte mal. 200%? 250%. Geschwindigkeit 25%. Müssen wir ausprobieren. Apropos ausprobieren, können wir noch weiter nach oben? Wir haben jetzt erstmal alles wieder, glaube ich. Kann ich noch weiter nach oben? Ein Ausdauerding. Den anderen Grab, den lassen wir in Frieden. Okay, der ist schon nice. Also, man merkt schon leicht einen Unterschied. Okay, der ist aber auch verdammt schnell. Wenn man nah am Boden ist. So, apropos, wenn ich jetzt... Der ist besser als meins. Strahlender Paladin-Handschuh. Wir versuchen... Wir gehen mal alles auf Paladin hier, diese... Wenn wir mehr Sachen davon finden. Apropos, dann würde ich mal... Das kann weg. Knochenfort halt. Sonnentempel. Vielleicht... Ah, okay, es ruckelt. Wir müssen diese Entfernung bleiben. Dann ruckelt es nicht mehr. Oder hört jetzt gleich auf zumindest. Mit dem Ruckeln. Da. Da ist zu Hause. Wollte schon sagen, ich mag aber hier die Nächte gar nicht. Die sind einfach viel zu dunkel. Man sieht einfach nichts hier. Schon wieder hell. Hat sich gar nicht gelohnt, ins Bett zu gehen hier. Ein Sehen überbewertet. Setz doch mal die Brille ab. Danke, Leute. Nein, böse Kami. Aus. Böse. Ermutige ihn nicht dazu, ja? Warte mal, ich pack mal. Das. Das. Und den Gleiter mal hier mit rein. Schwarzpulverfass.
Wo haben wir das denn her? Du musst auf das Bild sparen. Kami, ich sagte, du sparst auf den Level 100 Stream. Genau wie hier. Du willst, dass ich mich als heroische Dämonin zeichne? Also Dämonenmami. Was tue ich mir da an? Kann ich die Kanalpunktaktion auch einfach wegmachen, ohne dass ihr das merkt? Schau mal einmal, ob ich das während des Streams einmal wegmachen kann. Nee, während des Streams geht das irgendwie nicht. Schade. Muss ich wohl nach dem Stream machen. Hä, ich hab. Habe ich nicht Wasser gerade hier? So, ich dachte schon. League of Legends, muss ich wohl in die Blacklist packen. Muss ich in die Blacklist packen. Dann streame ich lieber nackt. Wenn du jetzt mit Valorant ankommst, dann spiele ich lieber nackt. Streame ich lieber nackt. Dann nehme ich lieber den Bann im Kauf. All deine Kanalpunkte? Ich weiß nicht, wohin du die investiert hast. Bei mir hier ist jetzt nichts offen an Kanalpunkten. Warum hast du vielleicht irgendwas ausgegeben, um mich zu ärgern? Und ich hab's halt vergessen, wann oder was das war. Und du auch? Ich habe für hier nur Salz. Das hier. Was mache ich mit dem Schwarzpulver? Eine gefährliche alchemistische Substanz, die zur Herstellung von Sprengstoff verwendet. Pass gut auf. Ich pack die mal erst einmal hier mit rein. So, das machen wir weg. Du willst mir einen Dating-Simulator antun? Nein, gar nicht. Einfach nein. Davon gibt es auch. Okay, ich pack. Warte. Ich muss die Dinge anders so. Irgendwo, irgendwie anders so. Ich muss das hier wirklich anders sortieren. Wenn davon jetzt noch eine Variante gibt. Ich merke schon, ich werde hier auch. Also ihr fangt auch schon an, mich hier zu sexualisieren. Ich sehe schon. Wie viele Dings habe ich da jetzt? So, wie viele Barren sind fertig? 20.
Wie viel braucht nochmal der eine Dude da an Nägeln und Holzbretter? Obwohl, Nägel kommt da so ran, aber Holzbretter 12. Und 2 Eisenbarten. Wir haben 24. Ach, jetzt können wir den sogar selber herstellen. Wo kriege ich jetzt Trüböl her? Es ist schon schlimm genug, dass ich demnächst, wenn der Level 100 Stream anfängt, dass ich Leisure Suit Larry spielen darf. Ich hoffe, das wird reichen. Wahrscheinlich zu viel, was ich mitgenommen habe. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Truhen haben wir jetzt. Ich sag mal so, mit Leisure Suit Larry ist das von mir so gedacht worden, dass ich von den ganz alten anfange bis zu den aktuelleren Teilen und mache das dann immer zu jedem Level 100 Stream halt. So, warte mal, ich muss hier jetzt eben anfangen mit dem Sortieren. Also, beziehungsweise umplanen hier. Also Freddy, Ziel dahinter ist, dass es sich auch lange lohnt, weil Leisure Suit Larry ist halt auch kein Spiel, wo man für auf Twitch gebannt werden kann. Und wenn ich jetzt so Spiele spielen würde wie Wildlife als Beispiel, könnte schon sehr, sehr kritisch werden. Dann lieber sowas wie Leisure Suit Larry und dass das dann halt immer wieder irgendwie angefangen werden kann. So, komme ich da überhaupt? Ja, hat gefunzt. So, okay, wie machen wir das dann hier? Hier würde ich dann vielleicht die Dinger reinpacken. Ich muss von da hinten die Bomben rausholen. Packe ich die da hinten lieber irgendwo rein. Und nehme die hier mal raus und pack die dann auch irgendwo anders hin. So, dann komme ich hier die Dinger rein. Freddy, du bist ja nicht der Einzige, der auf sowas sparen würde, sagen wir mal so. Das heißt, sobald genug Leute die Punkte dafür gesammelt haben, kann das mit Leiden losgehen. So, jetzt ist die Frage, also komm, ich könnte schon anfangen, oben die ersten hinzusetzen. Hier. Hoppala.
war jetzt ein bisschen doof. Und dann würde ich da schon mit den Stoffen anfangen, würde ich mal sagen. Dass das quasi für die Stoffe die Kur sein werden. Also hier kommen dann die schon mal hin. Keine Ahnung, wofür man die Stoffe braucht, aber Kami mal als Frage, wie viele Punkte hast du denn, damit ich schon mal weiß, ja, wann ich mit dem Dingens rein theoretisch anfangen sollte. Komm, ich nehme die dann doch hier mal vielleicht erstmal raus. Die noch ungefüllt sind, sagen wir so. Können wir hier wirklich auch... damit eigentlich, da kommt hier nicht nur Stoff, sondern auch Leder und so weiter, Garn und alles Mögliche rein. Also davon würden wir hier dann definitiv irgendwie alles voll haben. Nee, das mache ich nicht. Also, ich glaube, so assi bin ich nicht. Dann morgen ist er weg. Keine Sorge. Morgen gibt's das nicht mehr. So. Das sind schon mal hier drei verschiedene Stoffe. Den Platz haben wir nicht. Ich gehe nochmal darüber. Dafür boykottierst du den jetzt? Oder mich? Ne, mich meinst du jetzt nicht damit. So, hier würde ich dann die Dinger reinballern. Hier dann das. Hier dann das. Und hier die Dinger. Hier kommen dann die farblosen Tücher, die hinten noch in der einen Truhe sind. Die können wir auch schon mal rausnehmen. Leinen auch. Und die Dinger. So, wo war... hier, die Truhe war das, wo noch
die Dinger gefehlt haben. Okay, ich habe hier vielleicht einen kleinen Fehler gemacht. Mir fehlt eine Truhe. Also so eine Art Truhe. Habe ich unten noch Platz für die anderen Truhen? Die ich jetzt quasi abmontiert hatte. Also hier hinten meine ich. Na, hier hinten hätte ich schon mal soweit. Okay. Dann vielleicht unten hinpacken, im Keller. Obwohl die Truhen kann ich auch einfach da in die Lücken reinballern. Fürs Erste. Nein, nicht hinsetzen. Nein. Ah, okay, so geht's auch. So. Nicht gerade schön, aber naja, diese Truhen werden ja auch irgendwann verschwinden, denn ich habe eigentlich vor, alles zu dieser anderen Art von Truhen zu machen und dass die dann auch alle so leuchten wie die hier. Aber die werden irgendwann definitiv alle verschwinden. Okay, warte mal, der war jetzt echt sehr, sehr schnell. Der ist extrem schnell. So, die Leinen muss ich irgendwo anders hinpacken. Erstmal. Ich pack die erstmal hier mit rein. So, aber ich würde sagen, ich mache jetzt noch mal einen kleinen Break. Und dann wäre ich gleich wieder da. Trinke einfach viel zu viel. Da habe ich irgendwie so ein Problem. Aber dann bis